Ja, liebe Leute, Sekunde, sofort da. Ich muss kurz mal die Tür nochmal ranmachen. Also, damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. So wie ich das ein bisschen schon angekündigt habe, wie ich den Start schon etwas länger vorhatte, geht's heute tatsächlich endlich los mit dem Car Mechanic Simulator. Nach dem Bus-Simulator mit dem nächsten, machen wir mit dem nächsten Simulator weiter jetzt. Starten wir zumindest. Genauso wie ich vorher schon gesagt habe, ich weiß nicht, wie viel fast von dem Spiel, wer weiß nichts von dem Spiel. Es geht darum, wir müssen, glaube ich, den Trailer sehe vom Auto versteigern und aufbauen und dann so teuer wie möglich verkaufen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe bis auf einen Speicherstand, den ich, also beziehungsweise bis auf ein Profil, was ich mir angelegt habe, bisher noch nichts an dem Spiel zu tun gehabt. Ich bin echt mega gespannt, was es wird, wie es wird. Wir wollten es auf jeden Fall mal starten, wollen es reingucken, wenn es Kacke ist, dann werden wir es wieder abbrechen. Wenn nicht, schauen wir mal, wie weit wir es durchziehen. Ja, warum so lange gewartet habe, ich wollte jetzt eigentlich direkt nach dem Bus-Simulator bringen. Ja, und deswegen war ein bisschen krank, ein bisschen kränklich und ja, aber jetzt legen wir mal endlich los mit dem Spiel. Würde ich sagen. Mal gucken. Ja, ich war krank über Weihnachten und dachte mir, ja, ich hatte eigentlich Zeit gehabt, aber halt keine Stimme, dann ist es schwierig mit dem Aufnehmen. So, dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der sich hier das Recht geladen hat. So, ihr kennt das ja mittlerweile auch vom Bus-Simulator, dass er sich da auch gerne mal ein bisschen was lädt. So, ich muss schon wieder ein bisschen die Tür noch zumachen. Ich kann schon die Katze rein rausgehen. So, also. Schauen wir mal, weil es wird. Ich habe es jetzt auf Deutsch eingestellt. Und wir gehen auf jeden Fall in das neue Spiel und starten mal rein. Normaler Modus ohne Tutorial, Setbox-Modus, Experten-Modus. Ich werde den normalen Modus ohne Tutorial spielen? Ne, ich werde mitspielen. Ich will mir das Ding mal angucken. Also nicht, dass ich da irgendwie wieder Fragen habe, wo ich denke mir, so wie war das jetzt nochmal? Deswegen starten wir einfach den normalen Modus mit. Tutorial, das heißt, die erste Folge wird auf jeden Fall erstmal nur Tutorial werden. No? Und ich denke mal so, Folge 2, 3. Vielleicht so in die Richtung wird es dann endlich losgehen. Merkt, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber mittlerweile geht's wieder. Jo, da sind wir doch. Tutorial. Zum Ende eine Fahrt auf der Teststrecke. Start des Tutorials. Willkommen bei Car Mechanic Simulator. Oder Automechaniker Simulator. Ich nenne es auf Deutsch.
lernen die neue, im Tutorial komplett freigeschaltete Werkstatt kennen und entdecke die Funktionsweise der einzelnen Werkstattbereiche. Um das Tutorial zu beenden, teste ein Fahrzeug auf der Teststrecke. Nutze dafür das Tor der Werkstatt, um die Karte angezeigt zu bekommen. Okay, tatsächlich müssen wir also jetzt scheinbar erstmal die komplette Werkstatt freischalten, dass wir da überhaupt alles nutzen können. Das ist schon mal eine wichtige Information, mit der ich auf jeden Fall ein bisschen arbeiten kann. Das heißt, das wird wahrscheinlich gucken, dass wir das in die Richtung zumindest mal als erstes machen. Ja. Gucken wir uns tatsächlich das erstmal um. Hier steht ein Fahrzeug, was tatsächlich noch nicht, was wahrscheinlich noch nicht von Anfang an frei ist. Wir können Karosserieteile demontieren. Ich werde vermutlich jetzt nicht anfangen, schon den Audi auseinanderzunehmen. Jetzt haben wir hier, also Hebebühne, klar. Schweißgerät. Repariere das Schweißgerät, das Fahrgestell eines Fahrzeugs. Okay. Klar. Motoröl, würde ich sagen. So. Hochglanzpolitur. Gut, aber das ist das. Gucken wir mal, verändert das Aussehen deiner Werkstatt. Hier können wir tatsächlich, warte mal, Aussehen deiner Werkstatt? Werkstattboden, Ablaufgitterumrandung, Ablaufgitter selber, Werkstattwand A, B, C, D, Tor vom zweiten Stellplatz, Tor vom ersten Stellplatz, Tor vom Ersatzteillager, Tor vom Motorprüfstand. Wir können ja wirklich alles machen. Okay. Erster Pfeiler, zweiter Pfeiler. Zweite Bühne. Krass. Okay. Ah, okay. Bodenspur C. Müll auf dem Werkstattboden. Gut, unordentliche Werkstatt. Werkstattboden, Abdorfgitterumrandung. Gut, wir gucken mal rein. Boden, was wir hier so haben und Optionen. Grün, schwarz, gefliest. Mit Schachmuster, mit irgendwas anderem. Blaues Schachmuster, rotes Schachmuster. Es dürfte hier so ein Linoleumboden sein. Genauso wie da. Ja, verschiedene Böden halt, ne? Holz. Richtig edel. Aber wir gucken uns das tatsächlich mal so ein bisschen an gerade. Wir haben 20 verschiedene Sachen. Holz passt jetzt in der Werkstatt nicht wirklich, muss ich sagen. Ich denke mal eher so ein Steinboden. Den nehmen wir auch. So, Ablaufgitterumrandung. Gucke ich gerade, da unten ist es. Okay, das ist, nehmen wir die. Ablaufgitter selber. Schwarz. Die Werkstattwand. Ah. Das ist die da hinten. Okay. Gefliest. Werkstattwand B, nehmen wir in blau. Die C ist hier links. Die kann auch blau bleiben. So, dann nehmen wir die in schwarz. Tor vom zweiten Stellplatz. Das sehen wir jetzt gerade nicht, ne? Okay. Das sehen wir. Warte, 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 warte. Doch, jetzt können wir sie sehen. Guck mal gerade. Ich sehe es aber gerade echt nicht. Hier sehen wir es. Und ja, auch wird auch Musik angezeigt. Ich werde es aber tatsächlich nicht. Ich habe Musik ausgestellt. Tor vom ersten Stellplatz. Tor vom Ersatzteillager. Gucken wir mal. Sehen wir gerade noch nicht, ne? Das Laufgitter. Doch, da. Tor vom Motorprüfstand. Wir haben den Motorprüfstand. Cool. Das ist da hinten. Okay. Werkzeugschränke. Die nehmen wir in Rot. Büro. Mal gucken wir mal gerade, das ist das hier wahrscheinlich, oder? Nee. Das ist das. Aha. Schöner, schlichter, schwarzer Controller. Geil. Zweiter Pfeiler, nehmen wir den ebenfalls in Rot. Dritter Pfeiler. Gucken wir gerade, ob ich den jetzt irgendwie auch in Rot machen kann, genau. Die erste Hebebühne. Die machen wir ebenfalls Rot. Zweite Hebebühne dann auch. Genau, die dritte Hebebühne. Ebenfalls Bodenschmutz A.
Ja, der Werkstatt muss ein bisschen dreckig sein. Da muss ein bisschen Öl drauf sein. Da wird natürlich nicht. Putschmutz C. Da hinten, okay. Müll auf dem Werkstattboden. Natürlich gehört da nicht kein Müll hin. Klar, ein bisschen immer mal wieder, klar. Aber muss ja aufgeräumt werden. Gut. Annehmen. Das ist zumindest mal der erste Blick in unsere neue Heimat, unseren neuen Arbeitsplatz hier. Wir sind jetzt aus dem Bus ausgestiegen und arbeiten jetzt in einer Autowerkstatt. Was haben wir hier? Ich gucke mir, wie gesagt, erstmal alles an. Ne? Hebebühne, ermöglicht das Bequeme Annehmen von Fahrzeugen, dadurch sein angenehmes Arbeiten gewährleistet. Soweit es sollte ja eigentlich alles klar sein. Wir können jetzt tatsächlich, wir werden den Audi, wie gesagt, noch nicht anfassen. Ich werde das Fahrzeug hier gleich mal anfangen auseinanderzunehmen. Das haben wir hier, die Werkbank. Hier kannst du versuchen, ein defektes Verschlissensteil wiederherzustellen. Ach, auch, ach so. Okay, nicht nur die Werkzeuge können verschlissen sein, auch die Autoteile, natürlich, klar. Das macht natürlich viel Sinn. Ja, kann ja auch durchaus mal passieren, dass so ein Schraubenzieher oder. Gehen wir mal zum Beispiel ja, auch eine Säge zum Beispiel, dass das Blatt da ein bisschen kaputt geht oder was auch immer. Was haben wir hier? Motorständer. Wir haben hier Befestigung und freien Zugang zum Motor. Hier kannst du nur in einem Motor arbeiten. Gut, den müssen wir ja dann rausnehmen. Das ist so ein Haarkran, der kann dann quasi, weil so ein Motor wiegt ja ein paar Kilo. Was haben wir hier? Ein Werkzeugkasten. Ach, den können wir auch updaten, okay. Gut. Das ist auch so. Was ist das hier? Ein Batterieladegerät. Klar, wenn die Batterie leer ist, muss sie geladen werden. Okay, also ist das Ding ein bisschen umfangreicher, als ich das tatsächlich jetzt so ein bisschen erwartet hatte. Aber why not? Hier kannst du Fähigkeit oder weitere Hilfsmittel auf dem Mittelpunkt freischalten, die du beim Erreichen höherer Erfahrungsstufen erhältst. Okay, weitere Fähigkeiten, weitere Hilfsmittel. Gut. Also müssen wir nach und nach erstmal alles so, was wir brauchen, freischalten. Kalender. Warte mal. Tor der Werkstatt, Karte. Mit Hilfe der Karte kannst du das, wo du hinfahren möchtest. Wenn du das Tor zu verlassen, melde die Technik oder Fahrzeug. Erfolgreich im Anschluss ist sofort, wenn du das Tutorial beenden möchtest. Okay. Da fehlt mir aber der klassische Kalender, der so ein bisschen in der Werkstatt hängt. So dieser typische nackte Frauenkalender. Viele Werkstätte, die haben das ja so. Das ist halt so Klischee. Nicht, dass es jetzt für mich irgendwie besonders wichtig ist, aber es gehört dann irgendwo dazu. Hier haben wir ein Reifenmontiermaschine und ein Reifenausbruchgerät. Den habe ich schon mal gesehen ein paar Mal, weil ich auch ein paar Mal schon in der Werkstatt zu Gast war und auch tatsächlich mal kurz in der Werkstatt gearbeitet habe, bis wir dann gemerkt haben, ey, der Kollege gehört gar nicht in die Werkstatt, gehört ins Lager. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Federspanner, ermöglicht den Sammler von Stoßdämpfer, Feder oder Domlager zu einem kompletten Federball, welches an ein Fahrzeug eingebaut werden kann. Was hast denn du? Wo habe ich das jetzt her? Ach, das Ding ist das hier. Okay, nice try. Gut, oh, gut. Das heißt, wir brauchen. Ist aber hier noch irgendwo was Wichtiges? Was ist das hier unten? Werkzeugkasten. Okay. Ich dachte mir, das wäre jetzt irgendwie wichtig gewesen für die, für uns. Öl und alles, ja klar. Gut, dann haben wir hier ein Innenraumpflegezelt. Klar, mögliche Sauberung der Innenausstattung. Die Kunden möchten natürlich ein sauberes Fahrzeug haben. Oder ein Fahrzeug wieder haben. So rum ist richtig. Das hier ist dann bestimmt. Ja, genau. Das ist hier so eine. Für Abgastests, würde ich sagen. Genau, Abgastests. Ein Motorprüfstand ist das. Das ist ein Fahrzeug, an dem du arbeiten kannst. Also, wir müssen quasi alles machen. Die Frage ist ja, können wir auch Mitarbeiter einstellen oder sind wir tatsächlich immer die ganze Zeit auf uns alleine gestellt? Das ist die große Frage. Also, wenn du Mitarbeiter einstellen könntest, oder quasi ein Chef, wäre das schon cool. Aber, ja, schauen wir mal. So, was haben wir hier? PC, natürlich, klar, kennt man ja. Hier kann ich Felgen bestellen, Ersatzteile bestellen, Karosserieteile bestellen, Innenausstattung bestellen, Nummernschilder bestellen. Klar, Reifen, Tuningteile, Karosserie-Tuning und Tuning-Getriebe. Das heißt, die Kunden können auch tatsächlich mit den Fahrzeugen zu uns kommen und sagen, hey, wir tun die Fahrzeuge. Das ist auch eine Möglichkeit. Ist ja schon, ja, es ist umfangreich, wie ich mir das vorstellen kann. Und dann haben wir noch einen Motorkran. Genau, den Motorkran, den wir hier haben. Dann ist das da hinten wahrscheinlich nur so ein Motorgestellgerät, dass ich die dann arbeiten kann. Also der Kran quasi. Der bringt das zum Was das hier ist, ist eigentlich ganz klar. Zum Beispiel für Achsen.
solche, das Ding kommt dann an die Hinterachse und kannst du mit die anheben, damit du die Leiter leichter ausbauen kannst, weil die ja fest ist. Da ist ja eine Schraube drin meistens. Die Frage ist, können wir das angucken sogar mal? Wie die Leute die setzen. So, die Frage ist, kann ich das jetzt benutzen? Ja, jetzt schon auf das Dach kleben. Genau, okay. Wie weit ist denn das Ding detailliert? Naja gut, das ist eine Aufhängung. Das geht jetzt, ist jetzt also nicht so sehen. Also wie gesagt, hier eine Achse, da ist hier hinten der Dings drin, damit die hält. Und dann kann ich die anheben, die Achse hinten, und dann kann man die Schraube leichter rausmachen. Da war die Feder, wegen der Federn. Dann kannst du die Federn quasi von der Spannung auf Nichtspannung machen, dass du die ein bisschen entspannen kannst. Das ist genau das, was ich damit sagen wollte. So. Dann haben wir einen Ölauffangbehälter, das ist soweit ganz klar. Das kommt natürlich unter die Ölwanne. Da wird die Abflussschraube aufgemacht und dann kann das Motoröl auslaufen. Na, die Frage ist, wo wäre das hier bei diesem Fahrzeug? Also meistens ist es vorne. Oder beziehungsweise ist es, ja, es ist unter Motor, natürlich klar. Das ist eine Aufhängung, das ist eine Abgasanlage, genauso wie das hier, gehört alles mit dazu. Die Frage ist bei dir, du hast gar nicht sowas, ne? Na nun, wundere mich jetzt gerade, dass der sowas jetzt nicht hat. Oder ist das das hier? Das kann doch nicht sein, dass das hier ist. Also diese Schraube hier hinten ist, dass das hier diese Ölwanne ist und dann das Öl rausgemacht wird. Okay, gut. Na gut. Ich kenne mich hier tatsächlich nicht so allzu weit aus wie beim Bus jetzt unbedingt, aber ich denke mal, wir kriegen das so Stück für Stück hin. Und ja. Na gut. Was machen wir als erstes? Genau. Wir fangen erstmal so langsam an, das Auto auseinanderzunehmen. Was machen wir als erstes? Ich würde sagen, die Reifen abnehmen, oder? Kann ich die jetzt? Ne, warte mal. Ich will den Reifen eigentlich runternehmen. Eigentlich würde ich den Reifen jetzt runternehmen. Warte mal. Du bist von der Aufhängung. Also doch. Kann ich das jetzt rausmachen? Abschrauben. Fangen wir an. Zack. Reifen runter. Das machen wir dann mit allen vier Reifen. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, bevor wir jetzt hier tatsächlich weitermachen. Oder machen wir weiter? Doch, wir machen weiter. Komm. Wir fangen schon mal an, so ein bisschen das Auto auseinander zu basteln hier. Na, oder? Machen wir das als erstes? Ja, doch, komm. So. Dann machen wir das ja wie eben auch schon gemacht mit den Radmuttern. Erstmal runter mit den Reifen. Die brauchen wir nämlich jetzt gerade nicht. Fangen wir mit allen vier an, machen wir nicht vorne direkt weiter. Lass mich mal da ran, gerade. Darf ich dich? Achso. Genau. Runter mit den Reifen. Bam, weg damit. Brauchen wir gar nicht. Wir nehmen den jetzt Step by Step auseinander. Wir nehmen jetzt, dass wir die Reifen wieder runter. So, Reifen Classic Plus, weg damit. Brauchen wir nicht. So, Reifen sind demontiert. So, dann fangen wir an mit der weiter mit der Aufhängung. Qualle, Radnabe A. Die geht jetzt runter. Hören Sie, sieht da? Darf ich jetzt nicht? Wurde ich halt inbelistet? Ach, die Bremse. Ach, du musst erst die Bremssattel runter machen. Weg damit. Jetzt können wir nämlich die Bremsen runter, die Bremsscheibe runter machen. Okay, krass. Dass das so. Ja gut, das macht natürlich Sinn, ne? Erstmal alles natürlich runter zu machen. So, ich mit den Dings drunter. So, dann müssen wir jetzt. Aber wir müssen hier tatsächlich raussuchen. Okay. So, weg damit. Die Bremsscheibe runter. Die Radnabe darfst du jetzt noch nicht. Boah, das ist schlimm gerade. Was denn? Müssen wir da irgendwas noch debattieren jetzt gerade? Ach, der letzte ist die Aufhängung noch nicht machen, weil. Kann ich die schon runter machen, die? Weg die mit den Querträgern. Okay, die lässt uns auch noch nicht ran. Ja, weiß ich, sollen wir erstmal das Ding runter machen? Das können wir da auch machen, ne? Das
warte mal. So, die Ölwanne brauchen wir jetzt gerade nicht. Das können wir noch nicht runter machen, weil da noch einiges fehlt. Okay. So, warte, machen wir die Schuhstange raus. Raus mit den Scheinwerfern. Ich damit. Kühlergrill kann man noch nicht rausmachen. Modusdemontage von Tasserita. Ja, so war ja dran gerade. Hitzeschutzpflicht. Das können wir, brauchen wir jetzt ja gerade noch nicht runter zu machen. War schwierig. Also so einfach ist es gerade gar nicht. Ich glaube, wir brechen hier gerade mal ganz kurz ab, was das betrifft. Warte mal, oder machen wir. Komm, wir machen uns die Achse noch runter, gucken, dass wir die Achse noch rauskriegen und dann machen wir, arbeiten wir uns nach hinten weiter durch. Und dann machen wir einen kleinen Break. Also zumindest hier. Erstmal runter mit dem Fahrgestell, wenn es möglich ist. So, das ist weg. So, weiter. Also einfach. Ist ja gar nicht so einfach, ne? Warte mal. Kann ich die auch nicht runter machen? Schon komplett? Die sind nicht. Irgendwas müssen wir hier. Zugang. Den Motor brauchen wir noch gar nicht rauszunehmen. Wir nehmen mal den. Wir müssen erstmal alles rausmachen. Würde ich sagen. Wobei, das ist ja erstmal ein Tutorial. Theoretisch kann man das ja dann machen, wenn wir dann wirklich richtig dran sind im Spiel. So, ich gucke jetzt gerade, ob ich die Tür vorne nutzen kann. Oh. Upsi, ich wollte eigentlich jetzt nicht die Tür rausmachen. Warte mal, komm, kann ich die Tür wieder einsetzen, zeige ich oder was? Oder? Modus Demontage. Drücke für Aktion. Theoretisch könnte ich den Audi jetzt natürlich komplett auseinandernehmen. Ob ich denn, haben die Tür irgendwo eigentlich liegen, so nebenbei, dass wir die gerade mal wieder einbauen können? Ersatzteilzerlage. Ich hole mal das Tor auf. Habe ich die Tür irgendwo liegen gerade? Das war jetzt keine Absicht. Ach, das ist der. Ist das der M3? So. Teil bewegen. Dann haben wir. So, das ist ja für die vom Audi, ne? So, kann ich die jetzt wieder einsetzen eigentlich, die Tür? Warte mal. Ich will aber nichts demontieren. Ich will ja das Auto wieder zusammensetzen. Das war jetzt aber wieder ein kleiner Fehler. Ich dachte irgendwo. Nee, geht nicht, ne? Was habe ich denn hier? Wo ist denn die Tür? Ersatzteillager wechseln? Brauchen wir nicht. Teil bewegen, Kategorie wechseln, Ersatzteillager. Inventar. Warte mal. Genau, die gehen jetzt ins Ersatzteil. Ist das jetzt Ersatzteillager oder was? Achso, das ist jetzt Ersatzteillager oder was? Und das ist da unten, das da links ist das Inventar. Oder was? Verstehe ich, okay. So, den Meiern zusammensetzen. M3, also ist ein Audi, wohlgemerkt. So, Kategorie wechseln. Jetzt muss ich gucken, dass ich den irgendwie wieder zusammensetzen kann. Scheiße, aber kann ich das hier? Werkbank arbeiten? Also könnte ich ja hier jetzt wieder zusammensetzen. Zumindest was ist jetzt die Bremszahl, die Diagnose von. Okay, das ist so ein Diagnose-Ding. Werkbank. So,
So, ich könnte jetzt alles nach und nach wieder zusammensitzen. Okay. Aber blöde Frage, wo ist meine Tür? Komm ich da nicht irgendwo ran? Engine-Lobby, Tablet, PC, Einkaufsliste, Inventar. Warte mal, wo ist denn die Tür? Ist die nicht mehr drin? Ach so, das. Okay, das, was ich jetzt habe, ist tatsächlich im Inventar. Okay, jetzt verstehe ich gerade Sinn der Sache. Das ist Inventar und das ist Ersatzteile. Okay. Das heißt, ich hau jetzt erstmal alles, was hier so ist, rüber. Weil das ist jetzt alles Auto. Das ist jetzt alles von dem Muscle Car. So. Gut, dann nehmen wir das jetzt raus. Schauen wir jetzt erstmal das Muscle Car, was so ein bisschen ist. Wie gesagt, alles andere kommt ja so ein bisschen nach und nach. So, jetzt muss ich gerade gucken. Habe ich jetzt eine Möglichkeit, irgendwas zusammenzuarbeiten, zu basteln? Weil ich wollte eigentlich das Audi jetzt nicht unbedingt auseinandernehmen. Das war jetzt natürlich ein bisschen doof gemacht. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, kann ich. Genau, doch, Inventar. Nein, ich will die nicht verkaufen. Ich will die eigentlich. Nee, ich will die eigentlich nicht verkaufen, wie gesagt. Aber ist okay, alles gut, dann fahren wir mal. Setzen wir uns hin. Wir fahren jetzt ohne Tür. Pff, egal. So, kann ich den jetzt irgendwie starten oder so? Menü öffnen. Motor starten. So, Menü öffnen. Fahren. Ich möchte Tor. Teststrecke. Den war den Audi. Ich habe kein Motoröl ausgefüllt. Ah! Okay. Moment, der. Machen wir erstmal die Motorhaube auf. So, ich brauche Motoröl. Motoröl ist meistens im Motor. So, brauche ich jetzt nicht. Warte mal. Ich muss jetzt gerade gucken. Dich muss ich jetzt gerade. So, Öl einfüllen. Blub, 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 blub. Die Frage ist, wie viel muss ich denn da jetzt einfüllen? Gut. Hat jetzt ein bisschen Motoröl gekriegt. Zack. Gut. Motorhaube also wieder zu. Blum. Dann setzen wir uns wieder hin. Dann Start fahren wir. Zur Teststrecke. Mit dem AMG. Ah. Mit dem Bayern. Zwar jetzt ohne Tür, aber scheiß drauf. Na gut. Okay. Grobe Richtung verstanden. So ein bisschen. Wie das ganze Ding läuft. Da bin ich jetzt gespannt. Also wir müssen die Autos kaufen, auseinandernehmen. Ersatzteile, die Teile verticken. Den Ersatzteile kaufen, zusammenbauen wieder. Oh, das wird ein Stück Arbeit. Das wird ordentlich Arbeit werden. Ja? Ja. Gut, aber bevor wir zur Teststrecke gehen, mache ich hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann fahren wir ein bisschen auf die Teststrecke. Ja, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Car-Mechanik-Simulator, beziehungsweise zum Automechaniker-Simulator. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen die Werkstatt kennengelernt, die ein bisschen umdekoriert, haben angefangen, ein Auto auseinanderzunehmen, haben von einem anderen Auto die Tür einmal geklaut, egal. Und wollen jetzt ein bisschen auf der Teststrecke mal schauen, wie es funktioniert. Teststrecke ermöglicht die einfache Diagnose eines Fahrzeugs in den Kategorien Beschleunigung, Lenkung, Aufhängung und Bremsen. So, die Frage ist, kann ich, warte mal, kann ich irgendwie die Sicht mal ein bisschen sehen? Ja, kann ich. Also, klassisch. Oh, die Frage ist, wie hoch ist das Schadensmodell? Nichts wirklich da. Okay, sehr gut. Naja, dann können wir ja ein bisschen rasen. Uns alles das Rasen. Ist trotzdem. Bisschen aufpassen. Die Lenkung ist schon arg schwammig. Hier schon arg schwammig die Lenkung.
Warte, gerade müssen wir da lang, ne? Oder? Ne, da lang, okay. Schöne Rüttelpiste. Bam, 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 bam. Hier. Halt, stopp. Tutorial beenden und Spiel starten. Natürlich. Dann machen wir das doch mal. Gut, habe ich jetzt gewusst, dass das so kurz jetzt ist, dann hänge ich das tatsächlich noch in die erste Folge mit dran. Und dann werden wir in der nächsten Folge tatsächlich so richtig loslegen. Würde ich sagen. Ne? So. Jo, Moinsen. Und wie gesagt, damit einen kleinen Cut hier. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und da schauen wir mal, ob wir eine Karre ranbekommen. Bis dahin und ciao.